So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill. Silent Hill! Das komische Scheißkind aus dem Silent Hill-Film, ich hasse es. Ja, weiter geht's auf jeden Fall. Moment, eigentlich muss ich ja in die andere Richtung, ne? Das geht ja schneller. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon die zwei Orte abgeklappert, die uns auf der Karte gezeigt wurden und haben damit schon zwei Schlüssel erhalten. Und ich rechne jetzt einfach mal, dass ich an dem dritten Spot den dritten Schlüssel finden werde. Womit wir dann hoffentlich die drei Schlösser in dem Haus knacken können. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Ziel. Versuchen wir es. Aber erstmal muss ich auf die Karte gucken, wo ich überhaupt hin muss. Okay, einfach da um die Ecke. Schön. Schön, 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 schön. Ja. Ups. Ja, nicht fest genug gedrückt. Alte PS2-Controller. Auch nicht mehr der jüngste. Ach komm. Ja, guck mal, ich glaube, mir geht's hier ziemlich scheiße. Ja. Wollen wir fahren? Nee, ich benutze das nicht. Oh, guck mal, bin ich schon wieder grün. Schön. Also eigentlich würde ich den echt gerne mal schnell abknallen. Mann! Du Ficker, was ist denn los? Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Was ist da los? Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn ums Verrecken nicht. Verstehe das scheiß Problem gerade nicht. Kannst du mal verrecken, Alter? Wie viel ich dir jetzt schon reingedrückt habe, Bruder? Oh, ich habe ihn getroffen. Kann ich die looten? Oh. Nett. Okay. So, jetzt können wir uns hier ganz so rumgucken. Liegt hier irgendwas Schlüsselartiges? Ich hoffe doch sehr. Hydrant. Das sieht erstmal nicht so gut aus, tatsächlich. Oh, kann man hier. Oh. Aha, guck meine an. Na, danke. Vogelscheuchenschlüssel. So, dann das Tonikum da, was es, glaube ich, ist. Nehme ich auch noch gerne mit. Am besten benutze ich es auch gleich, weil ich bin schon wieder ganz schön angeschlagen. Juhu, es macht so viel Spaß. Na komm. Also nur kann man hier nicht runterfallen. Wäre bei der Steuerung auch ein bisschen räudig, tatsächlich. So, und jetzt einmal wieder durchrennen, ne? Genau. Bis zur 11th Street, N11, keine Ahnung, nächsten 11 oder so. Nächsten ist irgendwie der erste Name mit N, der mir gerade eingefallen ist. Ich weiß auch nicht warum. Flap, 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 flap. Ignorance is a bliss. Aber hilf nicht immer. Ausgetrickst. Du Hure. Oh, flap, 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 Alter. Der flappt richtig. So, jetzt dürfen wir schon in der richtigen Straße sein. Wenn ich mich nicht täusche, können wir mal auf Straßenbild gucken. Ja. So, Hundehütte, wo war sie? Hier, glaube ich, irgendwo. Da war sie. Nein, das habe ich ja. Scheiße. Oh, hätte ich den Aufgang nicht verkackt, dann wäre ich jetzt nicht getroffen worden nochmal. Oh, wie das aussieht hier mit diesem ganzen, diesem komischen Effekt von der PS1. Haben wir Löwenschlüssel verwendet? Haben wir Holzfällerschlüssel verwendet? Und habe den Vogelscheuchenschlüssel verwendet. Es ist nicht abgeschlossen. Nicht mehr, würde ich sagen. Was?
Es wird schon wieder dunkel. Was ist los? Okay, ich finde, es war schon die ganze Zeit dunkel, aber gut. Oh, zwei Tonikumme. Geil. Nehme ich. Ach, warte mal, ich habe gar nicht. Warte mal. Ich hoffe, ich kann nochmal zurück. Ich gehe nochmal speichern vorher, würde ich sagen. Bevor ich da jetzt weitergehe, bevor irgendein Bums passiert, ne? Bevor irgendein Scheiß passiert, so. Mache mir jetzt auch keine Sorgen, dass das Spiel jetzt vielleicht nicht irgendwie nicht mehr funktioniert, weil wegen PS1 und so. Das Spiel lädt auch immer super schnell tatsächlich. Das PS1-Logo wird noch nicht mehr ganz ausgespielt und schon startet das Spiel. Und meine PS5 zappelt auch nicht so komisch, wenn das Spiel läuft. Bei manchen PS1-Spielen macht es immer dieses die ganze Zeit. Von daher, das Spiel ist noch gut erhalten. Das Spiel funktioniert noch perfekt. Eieiei. Bin jetzt nicht in irgendeiner Hintergasse, in der ich theoretisch schon mal hätte sein können? Ach nee. Ach, so ist das. Okay, jetzt kann ich zur Schule. Fick dich. Ficken Sie sich. Dann bin ich gerade. Falsche Taste. Ja, okay. Weiter und dann links. Denke mal, abgesehen von der noch eingeschränkteren Sicht wird die Nacht jetzt nicht wirklich viel anders sein. Nicht stehen bleiben. Nicht besonders viel anders sein als der Tag. Was so Monster und so anbelangt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber es ist genau das. Eine Behauptung. Und die muss ja nicht stimmen. So, wo sind wir denn mittlerweile? Sind wir schon hier? Ja, aber ich renne lieber durch. Ja. Hat irgendwie Spaß, hin auszuweichen. Gibt's hier mal einen Eingang? Sehr schön. Hallo Hundi. Komm einfach rein. Zum Glück. Okay, wir sind in der Schule angekommen. Hier umgucken. Alles lesen. Man kann nichts lesen. Tipp, 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 tipp. Das ist eine Karte von der Schule. Mitnehmen? Jo. Das ist eine Karte von Amerika. Mitnehmen? Jo. Oh, ich habe ein bisschen Angst tatsächlich, ne? So Schule und so. Bei Nacht ist schon nicht ungruselig, möchte ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn dieses Spiel hier, glaube ich, auf irgendeine Scheiße aller, keine Ahnung, irgendwie gruselige Kinder mit langen Haaren oder so verzichtet. Moore Ronaldo Gordon, das muss die Lehrliste sein. Okay. Warum auch nicht? Rezeption. Kann man hier noch was finden? Sieht erstmal nicht danach aus. Dann können wir mal reingehen. Was ist denn das hier? Das Bild einer Tür. Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist jedenfalls äußerst geschmacklos. Naja, das sieht so aus, als wenn das noch irgendwas zu bedeuten hat. Die Ammunition nehme ich natürlich sehr gerne mit. Autsch, voll gegen die Tür gelaufen. Irgendwas. Ha! Dass ich da nicht irgendwas machen kann. Irgendwas wird das noch zu bedeuten haben. Ich will gerade mal gucken. Okay. Ist eigentlich nett, dass alles auf der Karte markiert wird, so, ne? Wo man durch kann. Rezeption und der Raum dahinter. Clock Tower. Oh, ja.
Gehen wir doch einfach beim Uhrzeigersinn durch, würde ich sagen. Also gegen den Uhrzeigersinn meine ich. Nein, im Uhrzeigersinn, schon richtig. Mist. Mein Plan ging nicht auf. Gut, dann gucken wir da mal rein. Hallo, was ist das hier? Krankenstation oder so? Ah, speichern. Ja, mit dem Speichern ist das Spiel ja nicht ganz nett tatsächlich, finde ich. Nicht so Resident Evil, da sind die weiter auseinander. Ach komm, nehmen wir die Chance wahr. Warum denn nicht? Infirmary. Ich kann kein Englisch. Ich denke mal. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh, da ist was. Ich denke mal, Infirmary ist Krankenstation oder so. Ergibt auch Sinn bei dem Medipack und dem Schrank, den ich da gerade gesehen habe. Es sind zwar nur zwei Betten. Rechnen wohl nicht mehr damit, als dass zwei Leute gleichzeitig mal Probleme haben in der Schule. Mobbing scheint hier keine Sache zu sein. Okay, ich könnte jetzt voll in die Mitte gehen, aber ich gucke erstmal die Tür mir da hinten an, ob die auch zu ist. Ich gehe davon fast schon aus. Okay. Wow, Bildfehler des Todes. Dann gehen wir mal in den Hof hier. Oh Gott, Hilfe. Okay, ja, da bleibt mir nicht viel außer durchgehen. Ich weiß nicht, ob der Clock Tower eine Sache ist. Das sind echt irgendwie komische Kackviecher, keine Ahnung. Oh Gott, ich werde hier gar hinfallen. Wo bin ich denn? Komm hier für. Oh Gott. Ich will hier durch, danke. Okay, komm, gleich Kinder abknallen, hab richtig Bock. Ich habe auch irgendwas gelesen. Who the hell? Ist das irgendein Geist oder so? Ist ja fucking eklig. Kann ich hier schon durch? Schloss klemmt, die Tür. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Dass wohl auch irgendwie was geändert wurde in der, ich glaube, amerikanischen Version des Spiels. Irgendwelche Monster in der Schule. Aber in der europäischen Version nicht. Also wir haben hier, glaube ich, Original auf jeden Fall. Auch unzensiert übrigens, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Oh, da links komme ich nach oben. Moment. Komme ich in den Storage Room? Room? Ja, da komme ich rein. Unter Bedingung, dass die Kinder mich jetzt nicht ficken. Dass die Kinder mich jetzt nicht ficken. Ja. Oder die Tür mich fickt. Ja. Viele Wege. Teachers Room. Ja, wir gehen natürlich erstmal die ganzen Stockwerke hier ab. Ist ja klar. Das Schloss klemmt, klingt auch danach, dass wir da niemals reinkommen werden. Das ist nicht nur irgendeine temporäre Sache ist, aber hey. Moment, was ist das jetzt? Die Tür. Kann man die jetzt vielleicht von der Seite öffnen? Ja, sehr schön. Die Tür kann niemals geöffnet werden. Ah. Na komm. Gönnen wir mal. Ich finde es übrigens sehr geil, dass man die einfach so auf dem Boden platt machen kann. Ne? Nicht wie bei Resident Evil, wo man sich erstmal anfallen lassen muss, damit man das machen kann. Kann ich hier die Türen öffnen? Nö. Ist hier gar nichts? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen. Ein bisschen wütend jetzt auch. Das Fenster abhauen. Als ob hier nichts ist. Gut, dann gehe ich halt wieder. Vielleicht irgendwann. A friend in Tibet. 7 Jahre in Tibet. Tipp, tipp. Oh. A friend in need, also. Ich habe echt Tibet gelesen. Ja, okay. Bevor ich jetzt aber da in das Stockwerk gehe. Warte mal. Erstmal ist, glaube ich, Heilung gar nicht so verkehrt. Ich habe 3 Tonika, komm. So. Einmal auf die andere Seite lurken. Ach komm, geh weg. Ups. Dreieck drücken ist keine Option.
Okay. Ach so, na gut. Ach kommt, Jungs. Okay, es war auch dicht. Gut, dann halt Stockwerk nach oben. Let's go. Also ganz umsonst nochmal schön Damage kassiert. So ein Mist aber auch. Danke, dass du abkürzt. Auf jeden Fall. Och, noch ein Stockwerk. 7-2, also 3. Boah. Gehen wir mal wieder hier lang. Checken alle Türen. Na komm, Jungs. Mann, ich drücke mal aus dem Dreieck, weil ich alle Tasten drücke. Mein Wesen kündigen sie sich an. Das finde ich ganz nett tatsächlich. Ich glaube, ich bin tot. Game over. Au. Bei einer Seite der Waffe, die man schwingt, richtet sich deren Bewegung nach der Art, wie die Action-Taste gedrückt wird. Durch schnelles Antippen schwingt die Waffe hin und her. Während sie bei der Gülte... Okay, was? Bruder, so schnell kann ich nicht mal lesen. Was ist das denn? Ah, dumme Kackkinder, Alter. Okay. Dumme Kackkinder sind dumm und kacke. Nehmen wir das auf jeden Fall nochmal wieder mit. Sachen nochmal spielen, ne? Das Ganze hier nochmal alles machen, ne? Boah, jetzt muss ich nochmal durch die... Oh. Das Doofe ist ja auch, ich will halt überall hier schön auch die Markierung für die Tür haben, damit ich weiß, wo ich später lang kann und wo nicht. Ich denke, ihr versteht die Problematik. Ich will mal hier beim Clock Tower gucken. Komm ich hier rein? Tür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 10 Uhr stehen geblieben. Okay. Interessant. Bestimmt auch wichtig. Naja, ich kann ja jetzt erstmal da oben weitermachen und dann beim Rückweg da mal gucken, ob ich da was finde. Die meisten Türen hier waren jetzt doch eher enttäuschend. Classroom, Classroom, Music Room, Locker Room. Locker Room! Der Locker Room. Oh, ich kann auch die Lampe ausmachen. Ach so, wenn es dunkel ist, sehen die mich nicht, ne? Ganz ehrlich, oh, sie sehen mich doch, okay. Na, ganz ehrlich, ich hab, ich wollte nicht raus. Also, ja, ich habe neulich Legacy of Kain gespielt hier, Soul Reaver 2, ne? Ich kann jetzt alles ab, was Dunkelheit halt anbelangt. Ich glaube, Monster bleiben in dem Spiel tot. Glaubt ihr wahrscheinlich nochmal? Glaube ich, denke ich. Kann jetzt auch wieder Licht anmachen hier. Haben wir irgendwas Nützliches? Ja, Antonikum, toll. Nichts Brauchbares. Was in der Kackschublade? Mein Auge juckt. Das ist nicht gut. Ah, vor allem bin ich gerade so durchgegangen und bin mir so ganz entspannt ins Auge gekratzt. Wo ich wieder so eine Scheißviecher sein könnten. Aber gut, dann halt nicht. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Hier ist sogar eine Tür, eine Dörn. Was haben wir denn? Wo sind wir denn jetzt genau? Jeder hat sogar zwei Eingänge. Nett. Wieder Toiletten, in denen wahrscheinlich nichts ist. Das ist fucking gruselig. Okay. Ich bin gerade irgendwie auf die Stelle gedreht, glaube ich. Kann das sein? Dann springe ich mal ganz heimlich zurück. Alles schon lustig. Das Spiel versteht schon, wie
Falsch, ich habe falsch Taste gedrückt. Boah, falsche Taste gedrückt. Ich habe fünfmal hintereinander die falsche Taste gedrückt. Ich hab nur nicht. Mann, fick dich doch! Lass. Bin tot. Alter, die ficken einen ja komplett weg. Das ist ja der Wahnsinn. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sollten die Nachtszenen zu dunkel erscheinen, so empfiehlt sich eine Erhöhung der Helligkeit über das Optionmenü. Ist Silent Hill das erste Spiel, das Tipps hat in einem Ladescreen? Ich weiß es nicht. Ja, pass auf. Machen wir einfach beim nächsten Mal weiter, das passt schon. Dann kann ich mich nächstes Mal ganz entspannt ein bisschen um die Erkundung der Schule kümmern. Die Kackviecher machen auf jeden Fall ganz schön Damage, holy shit. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da kriegen wir hin. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Aber es war gerade echt gruselig. Also einfach nur dieses Kind da auf der Toilette so. Uiuiui, das ist guter Horror. Nicht ein Jumpscare-Scheiß-Horror, wenn dir irgendwas in die Fresse ballert, sondern einfach, ne? Ganz subtiles. Irgendwelche Geräusche, die dann aber auch gar nichts führen. In den meisten Fällen. Und irgendwann dann doch mal. Und dann erwischt es einen umso mehr. Ja, ja. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.